Hier sind wir wieder mit unserem zweiten Special zum Thema Sommer, Sonne, Sonnenschein, Strand für Sommerferien, überhaupt glücklich sein und das Leben genießen. Ja, wir haben nochmal in unsere Schatzkiste gegriffen, ein paar Filme und Bücher rausgesucht und obwohl wir vielleicht noch ein halbes Special zusammenbekommen würden und wenn wir ganz genau gucken würden, vielleicht sogar noch mehr, ist das für diesen Sommer erstmal das letzte Special zu diesem Thema. Was sind eure Empfehlungen? Habt ihr noch irgendwelche Bücher zum Thema Sommer, Sonne, die ihr uns und auch anderen ans Herz legen könnt? Dann schreibt das doch bitte unten in die Kommentare. Ja, und beginnst du? Ich fange an. Als erstes habe ich hier von Rosamunde Pilcher die Muschelsuche. Ich weiß, Rosamunde Pilcher ist wirklich die Kitsch Queen vielleicht, aber nichtsdestotrotz mag es vielleicht auch auf andere ihrer Bücher zutreffen. Die Muschelsuche, auf das Buch lasse ich nichts kommen. Ich habe das mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen, habe gedacht, ach nee, das ist nichts für dich. Habe es weggestellt. Bin wieder beigegangen, gleiches nochmal. Und beim dritten Mal, da hatte mich das Buch. Und das Buch ist wirklich ganz, ganz toll, wenn man sich einmal darauf einlässt. Es handelt von Penelope, von ihrer Kindheit, von ihrem Vater, der ein ganz toller Maler war. Es hat also ganz viel mit Kunst zu tun. Es hat aber auch mit ihren Kindern zu tun, mit ihrem Sohn, und der sehr raffgierig ist. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, die Tochter war auch jedenfalls nicht ohne, die lebte dann auch eine Zeit lang auf Mallorca. Es geht in die Welt der Seebäder Englands und ja, es ist wirklich ein super, super, super schönes Buch. Wenn ihr auch sagt, Rosamunde Pilcher, naja, und vor allen Dingen vielleicht die Muschelsucher gesehen habt im Fernsehen, ich habe es nämlich auch gesehen und ich war ganz, ganz enttäuscht, dass dieses schöne Buch so blöde umgesetzt wurde, dann schaut es euch nochmal an, gebt diesem Buch vielleicht mal eine Chance. Es ist ein richtig, richtig schöner Sommerschmücker. Ma empfiehlt es wirklich immer und immer wieder und die Leute, die es auch gelesen haben, geben ihr recht und sagen, es ist ein ganz anderer Pilcher-Roman, weil eigentlich stehen wir da drauf überhaupt nicht. Es ist ja immer das gleiche Strickmuster. Es ist ein Kind, das verschwindet, es geht um eine Erbschaft. Irgendwer stirbt und vererbt dann. Genau, aber es ist immer so ungefähr das gleiche Strickmuster und wir sind keine Fans von den Filmen und keine Fans eigentlich von den Büchern. Aber wie gesagt, nochmal die Muschelsucher. So, dann habe ich von Siri Kolo Vilja und die Räuber. Ja, Vilja und die Räuber haben wir hier auf diesem Kanal schon vorgestellt, deswegen auch gar nicht mal so viel als andere. Ihr findet hier eine Rezension dazu. Es ist jedenfalls ein Sommerferien-Feeling-Buch hoch 100.000. Es geht um Vilja und Vilja wird geklaut. Sie wird entführt aus dem Wagen ihrer Eltern raus und muss dann bei Räubern leben, den ganzen Sommer über. Und diese Räuber sind doch sehr, sehr sympathisch. Sie klauen Süßigkeiten, sie sind ganz, ganz andere Räuber. Und es ist ein richtig, richtig schönes Buch mit vor allen Dingen unheimlich viel diesem Feeling fernab von Technik, dennoch eine super schöne Kindheit zu erleben und super schöne Momente einzufangen und Spaß zu haben mit der Familie. Und es ist wirklich ein absoluter Tipp von uns. Es wird ja immer gesagt, so, das ist so in Richtung Astrid Lindgren. Da haben jetzt auch schon viele sich beschwert, nein, ist überhaupt nicht so. Und aber ich finde, es hat schon das gleiche Feeling. Es ist halt einfach eine, es ist halt anders. Es ist eine Kindheit, die noch unbeschwert ist. Ja, und die ein bisschen durchgeknallt ist, aber vor allen Dingen kommt dieses Sommergefühl nicht von, es ist nicht künstlich. Nicht aus der Spielekonsole, sondern das wird noch live erlebt. Genau, es ist einfach so ein gefühlsmäßig richtig schönes Sommerbuch. Davon gibt es jetzt auch schon den zweiten Teil, aber den haben wir noch nicht gelesen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich den lesen werde, denn eigentlich ist das auch ein wunderbares Einzelwerk. So, und das Cover, was ich jetzt hochhalte von Rosie Mini, Sommerblüten. Die Dame würde doch eigentlich perfekt hier noch mit dazwischen passen. Das war vielleicht auch ein ausschlaggebender Punkt, sich dieses Buch zu kaufen. Anderer Grund war Irland. Genau, der zweite Grund war Irland und der dritte könnte die Leidenschaft fürs Backen sein. Lizzie ist
Ja, sie ist 41 Jahre alt, sie lebt noch bei ihren Eltern. Sie ist schon lange, lange verlobt mit dem Sohn ihrer Chefin. Sie ist, ich glaube, Kellnerin in so einem Restaurant, das halt ihrer zukünftigen Schwiegermutter gehört. Und die Verlobung, es geht alles irgendwie nicht so ganz zu Potte. Aber irgendwann hat sie einfach die Nase voll. Sie hatte doch mal einen Traum und sie hat eine Leidenschaft und das ist Backen. So, und dann packt sie ihr Auto, nimmt ihren dicken Kater und macht sich auf den Weg. Und ja, sie erfüllt sich ihren lang gehegten Traum. Es ist ein super schönes Buch mit ganz viel Irland drin, mit dem Mut auch mal was zu wagen und auch zu sagen, hallo, wenn ich es in diesem Leben nicht machen soll, wann soll ich es dann machen? Und auch, wenn man vielleicht schon ja, die 40 gerade so überschritten hat, vielleicht auch noch, wenn man noch älter ist. Es ist jedenfalls ein Buch, das richtig, richtig toll ist. Und es spielt sogar ein Hund namens Dumbledore mit. Stimmt, der sich mit dem Kater anfreunden muss, wohl oder evil. So, wir mögen Adam Sandler nicht, oder beziehungsweise seine Filme nicht. Das ist jetzt die Einleitung für den Film Bedtime Stories. Es ist wirklich Bedtime Stories und dieser Film ist für ein richtig, richtig toller Sommerfilm. Aber er ist vor allen Dingen auch ein bisschen anders. Also ein anderer Adam Sandler Film, sonst würden wir ihn hier jetzt ja nicht vorstellen, weil wie gesagt, ich wiederhole mich, wir sind ja keine Fans von ihm. Hier geht es um einen Wahrscheinlich hältst du aber gleich nochmal einen Adam Sandler Film. Ja, das stimmt. Das stimmt sogar. Also halte ich jetzt zurück mit dem Humor über Adam Sandler. Er kann durchaus auch anders da. Ja, aber was ich ja sagen will, auch wenn ihr den Humor nicht habt, an diesem Film könnt ihr euch sogar vielleicht mal wagen, weil er halt anders ist. Es ist ein richtig, richtig schöner Familienfilm. Er handelt von der Figur, die Adam Sandler spielt. Und er arbeitet in einem Hotel und eigentlich hatte man seinem Vater versprochen, dass er irgendwann mal ein bisschen aufsteigen würde im Hotel. Aber er ist der Hausmeister und er hat halt nur diese Nebenbei-Jobs. So, und jetzt soll er auf die Kinder seiner Schwester aufpassen und gleichzeitig hat er fährt ihm dazwischen, mein Gott, ist das schwer zu erzählen. Also er könnte Karriere machen, aber er wird mal wieder ausgebremst. Und überhaupt, er fühlt sich ungerecht behandelt und er fängt abends an, den Kindies eine gute Nachtgeschichte darüber zu erzählen, wie schlecht es ihm ergangen ist, wie man ihn ausgeboten hat. So, und du machst Geräusche. Warte mal. Dann gehe ich ein bisschen weiter vor. So, so und er fängt abends halt an, eher seinen Nichten und Neffen eine Geschichte zu erzählen. Über eine Burg, über das Mittelalter. Und halt hat sich halt in die Rolle gesetzt des armen Mannes, den man übel mitgespielt hat. So, aber die Kiddies fangen an, diese Geschichte anders zu erzählen. Halt noch ein bisschen was dazu und ach nee, so darf es nicht ausgehen. Er hat die Chance, sich zu beweisen und bla bla bla. So, und am nächsten Morgen passiert das, was die Kiddies umgedichtet haben in seinem Leben. Er hat wirklich die Chance, sich zu beweisen. Und ab dem Zeitpunkt, als Kaugummi auf ihn regnet, wie die Kiddies es in dem Buch oder in der Gute-Nacht-Geschichte gesagt haben, da denkt er sich, okay, haben die jetzt irgendwas mit kosmischer Wunscherfüllung zu tun? Ist das jetzt irgendwie, hat das wirklich Einfluss auf mein Leben? Und es hat. Das, was er den Kindern abends erzählt, ist magisch, aber er kann die Geschichte nicht lenken. Es ist das, was sie sagen, was passieren wird. Und ja, das bringt ihnen so manche unheilvolle Situationen und es ist einfach eine richtig schöne, gute Geschichte. Ja. Ja, und ein wichtiger Hauptdarsteller in diesem Film ist Glubschi. Ein Meerschweinchen mit solchen Augen. Ach, süß. Sie könnte auch Tim Burton gehören, glaube ich. Dann haben wir jetzt noch einen Film und den hatte ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht. Meine Tochter hat ihn mir doch tatsächlich dann irgendwann geschenkt. Letztes Jahr zum Geburtstag. Genau. Nur meine Geburtstagsgeschenke. Bedtime Stories habe ich auch mal, glaube ich, zum Geburtstag gekriegt. Mhm. Und zwar Happy End im September, Rock Hudson und Gina Lollobrigida. Ja, Gina Lollobrigida hat ja ordentlich Pfeffer im Hintern und Rock Hudson ist einfach nur schön, einfach nur pretty, dieser Mann.
und die beiden in einer sommerlichen Komödie. Es geht nach Italien und der gute Rock Hudson ist Besitzer einer tollen Villa. Ach, traumhaft. Ja, aber er kommt nur einmal im Jahr dorthin. Während der Zeit, wo er weg ist, müssen sich halt andere drum kümmern. Genau, und dann trifft er sich halt auch mit Gina Lollobrigida. Aber diesmal ist alles ein bisschen anders. Das Telegramm, das sein Kommen ankündigte, kommt leider erst nach ihm an. Und das bringt den guten Hausmeister in dem Haus absolut in Schwierigkeiten. Der hat ein lukratives Nebengeschäft eröffnet. In der Zeit, wo er ja weg ist, das sind ja 11 Monate im Jahr, hat er das Haus in ein Hotel umgewandelt. Und das wird auch gerade bevölkert von einer Schar junger Mädchen. Und dann kommen noch ein paar junge Männer dazu und schon haben wir eine herrliche Komödie. Ja, überlegt euch mal, euer Haus würde einfach mal, wenn ihr weg seid, zum Hotel. Also mich würde es nicht freuen. Und Rock Hudson freut es auch nicht, da könnt ihr mal ein Gift drauf nehmen. Aber Rock Hudson ist super mega cool in diesem Film. Ja. Ist er, ne? Ja, und es gibt eine super Tanzszene und da haben wir beide noch ganz verliebt. Der Film ist ab 16. Was? Der Film ist wirklich noch ab 16. Warum? Ich dachte gerade, warum ist da so ein blauer Sticker drauf? Ganz einfach, weil die alten FSK-Regeln sind. Und guck mal, da geht es ja auch um Liebeleien und so weiter. Deswegen ist das noch die alte FSK. Unglaublich. Also ihr könnt ihn schon deutlich eher gucken. Denkt dran, Alfie ist ab, der alte mit Michael Caine ist ab 18. Ja gut, das war auch nicht ganz... Na, aber ja. Heutzutage würde der ab 12 rauskommen, wenn ich noch weiter drunter doch. Nee. Also nicht der alte Alfie-Film. Doch, glaube ich. Nee. Egal. Wir haben dann mal wieder dieses Spiel. Ja, nein, ja, das können wir jetzt auch bis heute Abend im Ping-Pong-Verfahren weiterspielen. Jedenfalls ist das eine richtig, richtig tolle Sommerkomödie. Wenn auch schon ein bisschen älter, aber oldie but goldie. So, dann habe ich hier einen Riesenwälzer. Nicht geschockt sein, das sind 3 Bände gleich drin. Ich finde dieses Format nicht so toll. Also ich würde mich heutzutage nicht mehr für diesen Sammelband entscheiden, sondern die Bücher lieber einzeln holen. Aber ich bin eh davon weg, mehr Sammelbände zu holen. Von Anne Bracharis, 1 für 4, die ersten 3 Sommer in einem Band. 1 für 4 handelt von einer Jeans. So, und diese Jeans ist so magisch, dass sie jedem passt. Also 4 Mädchen... probieren sie an und sie passt jeder von ihnen. Und dabei ist die eine total schlank, die nächste ist sportlich und die andere ist leicht übergewichtig. So, und jeder von ihnen passt diese Jeans. Wenn eine Jeans dann schon so magisch ist und überhaupt ein Sommer ansteht und alle 4 das erste Mal wieder getrennt sind voneinander, jede reist an einen anderen Ort, eine bleibt zu Hause, die anderen 3 verreisen. Da muss man sich doch was einfallen lassen, was man mit der Jeans macht, die doch allen so gut und magisch passt. Sie entscheiden sich, dass sie diese Jeans ja rumschicken. Ja, so, und damit geht die Jeans mit der einen nach Griechenland, dann die andere besucht ihren Vater, freut sich drauf. Er sagt ihr dann kurzerhand mal, dass er mit einer Frau zusammengezogen ist und sie muss sich in eine Patchwork-Familie einleben. Die nächste geht in ein Sportcamp und die andere bleibt halt zu Hause und schließt Freundschaft mit einem Mädchen, das ein Geheimnis hat. So, und... die Jeans ist immer dabei und sorgt für magische Momente im Leben der 4. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es geht um so viel mehr als nur um eine magische Jeans. Ich glaube, ich habe es vorgestellt. Ja, ich glaube doch sehr. Guckt es euch einfach an. Wenn das jetzt nicht... Ich habe den ersten Teil bis jetzt gelesen. Ich glaube, ich werde die mir auch nochmal einzeln holen, weil ich einfach diesen schweren Schinken nicht dauernd in der Hand haben will. Und ich habe lieber kleine... Buchfragmente anstatt so ein Riesenteil. Guckt euch das an. Also, naja. Jedenfalls würde ich gerne weiterlesen und ich werde es wahrscheinlich auch tun. Ja. Nur von mir eine völlige Sommerempfehlung. Es geht um Sommerferien, es geht um Strand, es geht um Familie und alles, was drumherum passiert. Ein richtig, richtig großer, großer Tipp von mir. Eins der Bücher, die ich am liebsten empfehle. Ja, eine Jeans, die wirklich passt, das ist ja schon fast magisch, die hätte ich auch gern. So,
Widerspruch zwecklos oder wie man eine polnische Mutter überlebt von Emmy Abrahamson oder Abrahamson, wie auch immer. Es geht um ein schwedisches Mädchen, das heißt, sie wäre gerne ganz schwedisch, aber ihre Mutter ist Polin und die polnische Verwandtschaft rückt auch gerade wieder an. Sie muss zum Papst, aber da... Das geht auch nicht gerade gut. Sie fahren auch nach Polen kurz mal rüber. Sie haben dann auch polnische Handwerker, die ein wenig helfen. Und das Mädchen ist damit überhaupt nicht glücklich. Sie möchte doch nichts lieber als eine ganz normale schwedische Schülerin sein. Aber ich sage nur, diese polnische Mutter, die ist wirklich eigentlich richtig klasse. Und darum, die muss man nicht überleben, mit der sollte man lieber leben. Es ist witzig geschrieben, hat mir richtig gut gefallen und ja, ist wirklich ein dicker Tipp. Es geht halt auch um die Sommerferien, um erste Liebe, um die ganzen Peinlichkeiten. Mütter können so peinlich sein. Sina weiß da echt ein Liedchen von zu singen, aber sie spricht ja immer noch mit mir. Ma hat dieses Buch, während sie das Buch gelesen hat, hat sie auf fast, ja, also sicherlich alle 10, alle 20 Seiten hat sie immer noch versucht, mich zu überreden, noch mitzulesen. Ja. Sie hat immer gesagt, Sina, du würdest so viel Spaß daran haben. Ich werde es auch garantiert noch mal irgendwann lesen, wenn ich wieder Zeit zum Lesen finde. Nur im Moment geht da gar nichts rein. So, dann habe ich hier ein Buch, Girls in Love, Englisch, Deutsch, Ride to Happiness, Der Ritt ins Glück. Das sind Bücher von Langenscheidt. Langenscheidt hat Bücher rausgebracht, nicht nur irgendwelche Sprachbücher, sondern auch richtige Romane für Jugendliche zum Beispiel, die Englisch und auch Deutsch geschrieben sind. Das hat den Vorteil, dass man halt die englische Sprache mal natürlich wahrnimmt, aber auch es nicht so anstrengend ist, als würde man jetzt ein ganzes Buch auf Englisch lesen. Der Text oder beziehungsweise die Geschichte handelt hier von einem Mädchen, das nach Wales reist, auf einen Bauernhof oder Reiterhof, und da darf sie reiten und ja. Es ist halt eine schöne Reitergeschichte, was soll ich dazu sagen? Und sie darf reiten. So, und ja. Es und ist, lass mich raten, sie reitet ins Glück. Naja, ja, denke. A Ride to Happiness. Mein Gott, das habe ich vor 2 Jahren gelesen. So viel ist da nicht mehr übrig. Es ist jedenfalls eine schöne Sommergeschichte und absolut gut, wenn ihr Englisch noch nicht so gut beherrscht. Ja, es ist jedenfalls auch so, dass, ich glaube, man kann es hier ganz schlecht sehen, aber hier vorne sind immer so kleine graue Kästchen und da stehen Vokabeln drin, die ein bisschen schwieriger sind, wie zum Beispiel hier, to take lightly, auf die leichte Schulter nehmen, und ja, was haben wir hier noch, zum Beispiel awake, wach, oder to get home, nach Hause kommen, glad, froh. Das sind alles so Sachen, die noch daneben stehen, um den Text verständlicher zu machen. Für, ja, wenn man ein Vokabel fehlt hat. Das ist ein super Einstieg, bevor ihr euch dann daran traut und Filme auf Englisch guckt oder Bücher auf Englisch lest. Ja, ein guter Einstieg halt. Und zwei Fliegen mit einer Klappe, ein guter Roman und gleich noch was dabei lernen. Genau. So, ich habe heute hier die Klassiker und ich habe hier noch einen, den ich absolut liebe. Ich kenne ihn noch aus meiner Kindheit und es ist von... Oder mit Lieselotte Pulver und Dietmar Schönherr, Kohliesels Töchter. Und Lieselotte Pulver sogar noch in der Doppelrolle. Genau, sie hat da nämlich, man sieht es hier, einmal sehr, sehr hübsch und das andere Mal etwas weniger hübsch. Ja, und die beiden Schwestern, da gibt es einmal, das ist die Liesel. Genau, das ist die Liesel und das ist die Susi. Und die Susi ist ein richtiger Rabauke, sie ist mehr ein Mannskerl, sie hat hier oben halt ihre Haare einfach als Pömpel zusammen und... Pömpel zusammen. So sagt man das. Sagt man nicht eigentlich Dutt? Nee, Dutt wäre dann hier hinten etwas wohlgefällt. Du hast ja auch manchmal so einen Pömpel auf den Kopf gekriegt. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das Pömpel nennt. So, Sina, auf den Kinderfotos, da hat sie hier oben immer so ein... Pimpel halt, ne? Oder eine kleine Pimpel, wie auch immer. Pimpel, ist ein komisches Wort. Pimpel. Aber wir benutzen es recht häufig. Pimpel. Pimpel. So.
Egal, jetzt weg vom Pömpeln. So, sie ist also ein richtiger kleiner Haudegen. Sie hat absolut keine Manieren. Sie haut auch mal gerne, so wie ich das gerade gemacht habe. Vielen Dank auch. Aber bitte, gern geschehen. Dann pömpelst du mir hier nicht rum. Ja, aber es gibt ein Problem. Die Liesel kommt nämlich von der Hotelfachschule wieder und die Liesel wird umschwärmt und wird erwartet. Wird sie nicht gleich mit Kapelle abgeholt? Sie wird auch mit Kapelle abgeholt und da gibt es ja dann auch schon den, ich weiß nicht mehr wie er heißt, aber auf alle Fälle ist der total in sie verliebt und will sie heiraten. Aber die Liesel hat sich halt verändert im Laufe der Zeit. So, und sie passt jetzt einfach zu diesem Naturburschen nicht mehr. Ich glaube, Dietmar Schönherr, ich weiß gar nicht, was er da ist. Jedenfalls ist er Journalist oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Hotel, irgendwie Kritiker oder so. Jedenfalls, er hat auch ein Auge auf sie geworfen. Aber es gibt nun mal ein Problem. Bevor die Susi nicht geheiratet hat, kann die Liesel nicht heiraten. Also wie kriegt man jetzt die wenig attraktive Zwillingsschwester, die ja doch mehr als burschikos ist, an den Mann? Es ist super witzig. Erinnert mich jetzt wirklich an 10 Dinge, die ich an dir hasse. Dann war basiert das aber eher. Basiert das auf Shakespeares, diese Zähmung da? Weiß ich nicht. Lieselotte Pulver als doppeltes Lottchen und gezähmte Widerspenstige. Da habe ich es dir nicht gesagt. Nun sag schon. Nee, ich bin jetzt wirklich gerade am Überlegen. Die widerspenstige Zähmung, so heißt das von Shakespeare. Du Born der Weisheit. Jaha. Ja. Jedenfalls Shakespeare hin oder her. Es ist jedenfalls eine super, super schöne Ferienklamotte, die mich schon ganz viele Jahre begleitet. Und ich war mehr als erfreut, wo ich gesehen habe, dieser Film ist auf Video, beziehungsweise nicht auf Video. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich rutsche ab in die früheste Kindheit, in die Steinzeit der Medien, also DVD. Wo es diesen Film dann auf DVD gab, musste ich den sofort haben. Lieselotte Pulver, ihre Lache ist einfach einmalig. Ja. Wenn die Frau lacht, da muss man mitlachen. Sie ist mega sympathisch. So, ich habe hier jetzt auch wieder einen Film mit Marisa Tomei und Robert Downey Jr. Eine Liebesgeschichte geschrieben im Himmel. Naja, nur für dich, only you. Und dieser Film begleitet mich jetzt schon sehr lange. Ich habe ihn damals gesehen, ich fand es einfach nur genial. Der Name Damon Bradley, hoffentlich heißt er jetzt auch wirklich so, ja! Der ganz Name toll. Damon Bradley. Der hat sich eingeprägt. Ja, der hat sich auch eingeprägt, nur es wäre jetzt echt peinlich geworden, wenn er nicht so geheißen hätte. Also Damon Bradley hat sich bei mir irgendwo auch eingeprägt. Also okay, nochmal, jetzt bin ich völlig aus dem Takt zurückgedreht. Also es ist so, sie geht mit 14 Jahren zu einer Wahrsagerin und die sagt ihr, dass der Mann ihres Lebens Damon Bradley heißen wird. Wir drehen die Uhr wieder vor, also dann kam noch auch irgendwas mit Gläserrücken und da kam auch dieser Name raus. Und dann drehen wir die ganze Zeitspule vor und sie will gerade heiraten, aber jemand anderen, keinen Damon Bradley. So, und sie probiert ihr Hochzeitskleid an und dann ruft jemand für ihren Mann an. Ihr Mann ist Zahnarzt, glaube ich. Zukünftiger. Ist der? Zukünftiger. Ja, der zukünftige Mann ist der Zahnarzt oder war der? Ich habe keine Ahnung, jedenfalls irgendein Arzt, glaube ich. So, und für den ruft jemand an, sie geht ran und steht da schon in ihrem Hochzeitskleid und weil es ist ein Damon Bradley. So, und sie flippt völlig aus, möchte sofort wissen, wo er ist. Er sagt am Flughafen, er fliegt runter nach Venedig und das bedeutet für sie, dass sie sofort die Koffer packt, Reisetasche, alles dabei, beste Freunde mit dabei, eingepackt und ab nach Venedig, weil diesen Mann muss sie treffen. Was ist, wenn er wirklich die große Liebe ist und sie an den Falschen jetzt geht? So, und auf der Suche nach ihm geschehen ihr komische Dinge. Sie trifft Robert Downey Jr. und das finde ich auch komisch, wenn ich den mal treffen würde. So, und es beginnt ein Roadtrip durch Italien. Ein richtig, richtig toller Sommerfilm mit einem wunderschönen roten Kleid. Ja, das Kleid wollte ich immer haben. Von Susanne Oswald, Charlie, der Schatz im Dschungel, entführt die kleinen Leserinnen und Ratefuchse in den australischen Dschungel. Da gibt es ganz viele verschiedene Tiere, da gibt es Geheimnisse, Spannung und richtig viele Rätsel. Ja, und da
muss Charlie leider auch mit diesem Mädel klarkommen. So ein richtig schönes, kleines, pinkes Barbie-Girl. Die soll vielleicht sogar noch ihre Schwester werden. Das muss eigentlich verhindert werden, aber in der Not muss man sich vielleicht auch mal zusammentun. Mir gefiel das Buch so sehr gut, weil hier auch richtig schöne kleine Rätsel drin sind. Ich meine, wir als Erwachsenen haben es dann vielleicht schon ein bisschen einfacher. Zum Beispiel sind das Foto und der Platz, an dem Charlie und Eve sind, gleich. So, und solche Rätselfragen sind hier immer eingebunden. Es gibt dann halt auch noch einen Kartentrick, den man erlernen kann. Und ich finde, dieses Buch vereint eben diese Rätsel sehr, sehr gut mit auch ein wenig Wissen. Man erfährt was über tasmanische Teufel, über diese Tiere, die es halt auch in Australien gibt. Mir hat das gut gefallen und ich denke, das ist genau das Richtige für kleine Ratefüchse. Der zweite Band, den gibt es ja auch schon. Also ordentlich was zum Lesen für den Urlaub. Aber vor allen Dingen geht es auch um den Urlaub. Es geht um die Sommerferien und wer verbringt ja nicht gerne die Sommerferien mal in Australien? Ich bin ja nicht so davon begeistert von Australien, aber... Auch ein Wombat, bitte. Ja, aber ich gehöre wahrscheinlich zu der seltenen Spezies, die keinerlei Lust und Laune hat, nach Australien zu reisen. Nicht Down Under? Nee, so überhaupt gar keinen Bock. Das gehört sicherlich zu den... Also mein Ziel. Weißt du, wie gefährlich es da ist? Diese ganzen Tiere und Spinnen und Schlangen und Bleib du mal lieber zu Hause. Nee, also das ist nicht meins. Da kriegst du mich nicht hin. Australien ist auf der Liste meiner Schreckensländer. Ich dann erstmal da in Hobbington bin. Und Kontinente. Das ist Neuseeland. Und? Von da ist es nicht mehr weit. Aber Neuseeland hat diese Tiere nicht. Ich will dann doch nach Australien, sonst will sie doch noch mit. Ich will schon nie mit wegen dem langen Flug. Egal. So, dann F. Scott Fitzgerald, der große Gatsby. Hier geht es um einen Sommer, auf den sich lange vorbereitet wurde, weswegen müsst ihr dann selber lesen. Es geht um Neuengland, ich glaube in den 20ern. Kann das sein oder ist das ein bisschen später gewesen? Also so richtig zeitlich einordnen kann ich es jetzt nicht. Es ist jedenfalls schon ein bisschen her. So, und es geht um einen Jungen, jungen Mann, der dorthin zieht und sein Nachbar gibt rauschende Feste, Mr. Gatsby. So, und dieser Mr. Gatsby ist aber auch eine ziemlich geheimnisvolle Gestalt. Niemand weiß so wirklich, wer er ist, was er da zu tun hat, womit er sein Vermögen gemacht hat. Alle wissen nur, dass seine Feste genial sind. So, und er gibt sie auch in regelmäßigen Abständen und alle kommen dahin. Die meisten Leute kennen noch nicht mal Gatsby, die auf den Festen sind. Ihr könnt euch das vorstellen, es sind rauschende, wunderschöne Sommerfeste. So, und darum geht es. Wer ist Gatsby? Was hat Gatsby für ein Geheimnis? Es wurde jetzt ja auch verfilmt mit Leonardo DiCaprio. Ich will es unbedingt sehen. Ich freue mich diebisch auf diesen Film, obwohl ich das Buch nicht mochte. Ich habe es zwar schon viermal gelesen, weil ich immer nicht glauben kann, dass ich es nicht mag, aber ich mag es weiterhin nicht. Wahrscheinlich lese ich es in 5 Jahren wieder, um es dann wieder nicht zu mögen. Habt ihr den Film gesehen? Habt ihr das Buch gelesen? Mögt ihr es nicht? Schreibt mir das doch mal. Ja. Ich habe es nicht gelesen. Aber gesehen und gelesen haben wir Unter der Sonne der Toskana. Der Untertitel ist Das Leben bietet dir 1000 Chancen, du musst sie nur wahrnehmen. Und geschrieben wurde es von Frances Mays. Es hat autobiografische Züge. Es handelt von einer Frau, die halt in die Toskana zieht. Aber hier klaffen Buch und Film ziemlich weit auseinander. Also da liegen schon Welten dazwischen. Ja, also da ist... Naja, es sieht sich ähnlich, aber es ist... Nur weil sie das Cover draufgepackt haben. Also das klafft schon sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ich nehme jetzt einfach mal den Film, weil den habe ich noch besser im Kopf als das Buch. Hier geht es halt um eine Frau, die die Scheidung von ihrem Mann verklusen muss und sie hat eigentlich auf nichts mehr Bock. Sie ist so ein bisschen, schon fast depressiv. Sie bekommt von ihrer Freundin eine Reise geschenkt nach Italien. Und dort stolpert sie über eine Villa.
Und die Villa Bramasol. Bramasol. So, und dann steht sie vor so einem Immobilienkasten, sieht diese Villa und dann wird sie von einer sehr mysteriösen, schönen Frau angesprochen und die sagt, dass, ob sie sich halt für die Villa interessiert und sie sagt, hey, ich glaube, das wäre jetzt keine gute Idee. Aber die Blondine sagt, tja, manchmal ist eine nicht gute Idee schon besser als gar keine Idee. Das gibt ihr zu denken und als sie dann auch noch direkt vor diesem Haus stehen mit dem Bus und da ist ein Schafherde und sie können nicht so schnell weiter, steigt sie kurz entschlossen aus, lange Rede, kurzer Sinn, sie kauft diese marode Villa und fängt die an zu restaurieren. Ich finde diesen Film wirklich wunderschön. Er hat einen ganz tollen Sprachstil. Also es ist, sie ist ja auch Autorin bzw. ja. Buchkritikerin in dem Film und es hat einfach eine wunderschöne Sprache, wie sie dann beschreibt. Und wie tolle Aufnahmen. Wie die polnischen Arbeiter kommen und ihr das Haus restaurieren und wie sie sich da einlebt und anfreundet und welche Wünsche in Erfüllung gehen sollen mit diesem neuen Leben, das sie sich da aufbaut. Es ist einfach toll. Also es ist ein richtig, richtig, richtig schöner Film, der auch einfach motiviert, mal neue Wege zu gehen und zum Relaxen, zum Entspannen und einfach nur die Farben auch des Films aufzusaugen. Und vor allen Dingen, man ist ja im Alltag manchmal auch so schnell, dass man gar nicht merkt, Mensch, da hat sich für mich ja eigentlich schon ein Wunsch erfüllt. Das war ja eigentlich das, was ich mal wollte. Das ist ja auch so ein Punkt bei ihr, dass sie so in ihrem Restaurationsprozess und ist und die ganzen Probleme mit Freunden und so weiter um sie herum sind, dass sie gar nicht merkt, dass sich so peu à peu der eine und der andere Wunsch erfüllt, aber nicht immer so, wie sie das eigentlich gedacht hat. Ein richtig, richtig toller Film. So, dann geht es weiter mit diesem Film, der nicht so gut abgeschnitten hat. Wegen Adam Sandler. Nicht wegen Adam Sandler, ich finde ihn hier großartig. Spanglish. Es ist von dem Regisseur von Besser geht's nicht. Und ich sage euch, viele gehen mit völlig falschen Erwartungen an diesen Film ran. Was steht hier? In dieser Komödie bleibt das Zusammenprallen der Kultur. Also, in dieser Komödie bleibt das Zusammenprallen der Kulturen in der Familie. Es ist ein. Jetzt erstmal auf den Sommeraspekt anzugehen. Es spielt im Sommer. Es geht auch darum, dass sie sich dann so ein Sommerhaus direkt am Strand nehmen. Die Kinder gehen Muscheln suchen. Man hat wirklich einen traumhaften Blick aufs Meer. Es spielt ohnehin in L.A. Mhm. Und dann halt auch später in Malibu, glaube ich. Ja, Malibu. Ja, Malibu-Moment. Es ist jedenfalls sehr, sehr viel Sonne drin. Ansonsten geht es um eine Mexikanerin, die zusammen mit ihrer Tochter ausgewandert ist nach Amerika und dort versucht, Fuß zu fassen. So, aber ihre kleinen Jobs in der mexikanischen Gemeinde, da muss sie viel zu viel Zeit aufbringen und hat keine Zeit mehr für ihre Tochter. Und die kommt jetzt so langsam in die Pubertät und sie sagt sich, da muss ich aufpassen. So, also lieber einen Job, der ein bisschen mehr Geld einbringt. Und so fängt sie an, als Putzfrau bei dieser Familie von einem Fünf-Sterne-Koch, also jedenfalls ein sehr... Spitzenkoch. Ein Spitzenkoch und bei seiner Frau, die völlig neurotisch ist und das... Völlig sportbesessen. Völlig sportbesessen. Und bei dieser Familie, bei dieser typisch amerikanischen Familie, fängt sie jetzt an zu arbeiten und sieht eigentlich, wie marode die Familienstruktur ist. Also sie spricht also kein Wort Englisch. Genau, sie spricht kein Wort Englisch, so, und jetzt wird sie mit dieser Kultur, dieser amerikanischen Kultur auch konfrontiert, so, und was vor allen Dingen auch total süß ist, ist diese Geschichte von der Mutter mit ihrer etwas dicklichen Tochter, wo sie dann ihrer guten Tochter Bernice einfach Kleider schenkt, richtig tolle Kleider, nur halt eine Nummer zu klein und dann so als Ansporn abzumagern und das Kind ist damit völlig überfordert und dann geht sie, die Mexikanerin, hin und schneidert die in der Nacht dann noch alle um, weil sie es einfach grausam findet, was da mit der Kleinen passiert. Ein Film über kaputte Familien, ganz klar, aber auch über Herzlichkeit, über Mutter-Tochter, ist auch ein ganz zentrales Thema.
ein richtig, richtig toller Film, auf den man sich einlassen muss und der nicht so heiter ist, aber dennoch irgendwo Sommer mitbringt. Und ich finde, dass er absolute irgendwo auch noch Werte vermittelt. Genau. Das fand ich also ganz toll, ob es dieser Spitzenkoch ist, der noch ein Sternchen mehr, das macht schon ganz schön viel aus, oder eben, oder auch die Mutter. Es geht aber auch überhaupt nicht. Die das Alkoholproblem hat. Genau, oder es geht halt auch wirklich, ich bin die Tochter meiner Mutter. Ein sehr zentraler Punkt des Films. Das bist du. Ja, das bin ich auch. Das kann ich auch nicht leugnen. Nee, das darfst du auch nicht. So, dann habe ich hier Dark Angel Summer, das Versprechen von Christy Spencer und Tabitha Lee Spencer. Ja, und hier geht es um einen knackeheißen Sommer. Es geht um die Schwestern Donna und Indy. Ja, Indy, genau. Indy. Was hatte ich denn jetzt gerade? Indy Rock oder so im Kopf. Die beiden sind jedenfalls 17 Jahre alt. Und sie haben eine magische Verbindung. 33 Tage lang, bis die andere halt auch Geburtstag hat, verfügen sie über eine ganz spezielle magische Verbindung. Und das Ganze ist mega spannend. Es ist auch sehr, sehr, ja, gruselig manchmal. Es geht um Vögel und diese Vögel sind nicht besonders nett. Ihr seht schon die schwarzen Federn, die hier fliegen. Es geht um Engel, um Dämonen, um die Farm der Großmutter, um den Tod der Großmutter. Channeling. Ihre Mutter ist also total fertig auf so einen Typen ab, der Engel channelt und der ist auch nicht so ganz, es ist jedenfalls magisch, es ist spannend und den zweiten Band habe ich dazu auch noch gelesen und auf den dritten warte ich noch immer. Ich hoffe, er kommt dann jetzt auch irgendwann mal. Ja, es ist jedenfalls ein Sommer, der knallheiß ist und der spannend ist und mysteriös und magisch und mit ganz vielen schwarzen Vögeln. So, und jetzt kommen wir zu einem Uraltschätzchen. Was heißt uralt? Es ist halt schon ein bisschen älter, aus den 90ern. Von einem Buch, das ihr nicht mehr neu kriegen werdet, weil, ja, schon längst aus dem Programm genommen. Von Jule Brandt jedenfalls, alias Kerstin Gier. Sektfrühstück mit einem Unbekannten. Ja, und in Sektfrühstück mit einem Unbekannten geht es nach Italien. Es geht vor allen Dingen nach Pisa. Es ist Sommer. Es geht um eine Entführung, wenn ich mich richtig erinnere. Mein Gott, es ist doch schon ein bisschen lange her, dass ich das gelesen habe. Es ist jedenfalls ein spannender, lustiger Roman. Hier steckt ja halt der Humor von Kerstin Gier drin. Ich habe den als Jugendliche sowas von gerne gelesen. Ich habe ihn wirklich geliebt. Man hat ihn auch schon ein- oder zweimal gelesen. Mhm. Jule Brandt war ja überhaupt die Autorin für mich neben J.K. Rowling in meiner Jugend. Ein richtig tolles Buch mit viel, viel Sommerflair. Das weiß ich noch, das ist noch hängen geblieben. Und es gibt bestimmt Sekt. Ja, es gibt wirklich Sekt. Durchaus. Ja, der Milena ganz unbefangen zu einem Sektfrühstück bittet, ja. Siehst du? Es ist also auch noch Liebe drin. Es ist halt ein richtig, richtig toller Frauenroman mit ein bisschen Spannung und Spaß und Freude und Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja, es ist ein richtig, richtig gutes Buch, von dem jetzt nach über zehn Jahren nicht mehr viel da ist, außer dass ich es total genossen habe, ihn zu lesen. Guckt es euch doch mal an. Ja, wer Kerstin Gier mag, sollte eh die ganzen Jule Brandt Bücher sich holen. Ja. Das stimmt. Ja. So. Was ganz anderes, Sabine Kornbichler. Sabine Kornbichler, mein Gott, wir knoten uns hier heute was zusammen. Claras Haus. So, und dieses Buch hat mich absolut berührt. Ihr findet dazu auch schon eine Rezension von mir hier auf dem Kanal. Es geht um Nina Tilden und Nina Tilden ist schwerst geschockt. Ihr Mann hat sie verlassen. Er wollte nie Kinder mit ihr und jetzt hat er eine Geliebte und diese Geliebte bekommt doch tatsächlich ein Baby. Das hat sie natürlich zutiefst verletzt. Wie gut, dass es die gute Tante Clara gab, denn die hat ein Haus auf Pellworm. Du hast mich jetzt durcheinander gebracht. Es ist Pellworm. Auf Pellworm. Und dahin flüchtet sie sich und findet auch dort Aufnahme. Und da gibt es noch eine ganz tolle Haushälterin, die sich um sie kümmert. Denn Tante Clara ist schon tot, aber sie hat den Töchtern ihrer Familie halt dieses Haus
vererbt. Dort können sie immer hin, wenn sie Zuflucht suchen. Und so macht Nina jetzt davon Gebrauch. Zu ihr gesellt sich dann noch ihre Cousine Charlotte. Und sie kriegt richtig Wut auf Charlotte, denn Charlotte ist die Geliebte von einem verheirateten Mann. Aber auch Charlotte ist ja nicht umsonst gerade dort auf der Insel jetzt gelandet, denn das ist kein Ferienhaus, sondern wirklich nur als Zuflucht gedacht. Es ist wunderschön, es hat ganz viel Strand-Insel-Atmosphäre, aber der ruhigen Art. Und ach, ich hätte auch gerne eine Tante Clara oder wäre vielleicht mal gerne eine Tante Clara, weil die Idee, die dahinter steckt, einfach wunderschön ist. Ein ganz tolles Buch. Schaut euch die Rezension an, wenn ihr ein Inselbuch sucht mit ein bisschen mehr Tiefgang und ganz viel Gefühl, ist Tante Claras Haus mit Sicherheit das Richtige für euch. Ja, Ma hat es jetzt auch schon so oft unseren Bekannten empfohlen, verschenkt. Wir sind wirklich begeistert von dem Buch. Oder da, beziehungsweise ich bin begeistert, weil Ma mir erzählt hat, wie es auch ausgeht und so. Und ich begeister dich immer mit, ja, ne? Und da habe ich dann gesagt, mein Gott, das ist wirklich, hört sich richtig, richtig gut an. Also es ist jetzt nicht das typische Inselbuch, man fährt auf eine Insel, man speist gut, man trinkt was Schönes und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Da in dem Buch ist viel, viel mehr. So, dann haben wir The Best Marigold Hotel. Den Film haben wir uns ausgeliehen, deswegen haben wir ihn jetzt hier auch nur so zum Zeigen. Er ist mit, und da gucke ich jetzt am besten nochmal vorne drauf. Wie sind's da aufgeholt? Judy Dench, Bill Nighy, Dave Patel, Tom Wilkinson, Maggie Smith und da waren noch andere. Es ist jedenfalls ein Film, wo man sagt, einmal die britische Top-Elite in einen Film gezerrt. Ja, der Film handelt von Rentnern, die nicht hier ihre Rente verpassen wollen, sondern in Indien. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Judy Dench zum Beispiel, für die hat immer ihr Mann alles geregelt. Jetzt ist er gestorben und niemand traut ihr mehr groß irgendwie was zu. Sie macht sich auf dem Weg. Dann Tom Wilkinson. Er geht einfach bei einer Verabschiedung von irgendeinem Kollegen, geht er einfach. Er legt das alles nieder, er sagt, er möchte nach Indien. Er hat da noch etwas zu tun. Also Bill Nighy und seine Frau wollen einfach nicht dort leben, was sie sich hätten. Oder er hat halt das Geld der Tochter geliehen. So, und jetzt würden sie für betreutes Wohnen, das wäre so ein kleines Ding, und die Frau möchte es halt ein bisschen luxuriöser, wozu hat sie ihr Leben lang gearbeitet. Und da kommt ihr doch so ein wahnsinnig schickes, wunderschönes Hotel in Indien, ja, viel besser. Das Wetter ist ja auch Wetter besser und es sieht wirklich luxuriös aus. Und Maggie Smith ist dort wegen einer OP. Ich weiß nicht, was hatte sie? Hüft-OP? Ich glaube, irgendwie sowas. Sie müsste jedenfalls wesentlich länger warten darauf in England. Und ja, deswegen geht sie nach Indien. Maggie Smith ist aber auch eine kleine Rassistin in diesem Film, die mir anfangs fürchterlich auf die Nerven gegangen ist. Ich habe nur immer gedacht, mein Gott, Totschlagen. Aber nein, sie hat eine richtig tolle Entwicklung und wurde dann auch noch zum Lieblingscharakter in dem ganzen Film von mir. Ja, so böse kann es sein. Jedenfalls gehen die alle runter nach Indien in dieses Best Marigold Hotel. Nur das Best Marigold Hotel ist nicht so, wie die Broschüre es verspricht. Es ist heruntergekommen, es soll verkauft werden, beziehungsweise ja, der Besitzer bekommt reichlich Druck, nicht nur von den Banken, sondern auch von seiner Mutter, und er braucht die Gäste. Und es ist sowas von doof, dass die nicht zufrieden sind, aber er strengt sich sehr, sehr an, dass doch noch alles für sie gut wird, und vor allen Dingen geht es um die Entwicklung der einzelnen Personen. Es ist ein ruhiger Film, es ist ein, aber auch ein schöner Film. Mir hat aber der letzte Kick letztlich gefehlt, ja, weil ich fand einfach, ein bisschen weniger wäre vielleicht mehr gewesen, ein paar Storylines vielleicht dafür ausführlicher. Ich bin ja eh nicht so der Freund von diesen vielen Kurzsachen, das mochte ich auch nicht an Tatsächlich Liebe. Da habe ich mich ganz lange schwer getan mit dem Film. Obwohl ich jetzt glaube, mittlerweile mögen wir ihn wirklich gerne. Genau, nach dem 10. Mal gucken, habe ich jetzt doch irgendwo mich damit abgefunden, dass die Passagen, die ich gerne länger gesehen hätte, nicht länger ausgeführt wurden. Jedenfalls, ja,
ein richtig, richtig guter Film über Indien und mit Humor und überhaupt, wer britische Filme liebt, kommt eigentlich nicht dran vorbei, ne? Ein ganz wichtiger Film in unserer DVD-Sammlung ist Pünktchen und Anton. Obwohl wir ihn jetzt schon einige Zeit nicht gesehen haben, ist das so ein Film, von dem Sina sagt, den verleihe ich. Wenn es mir mal schlecht geht, wenn ich richtig krank bin, erkältet, dann muss Pünktchen und Anton sein. Pünktchen und Anton ist eine absolut schöner Sommerfilm. Es spielt halt im Sommer. Es hat ganz viel mit Eis zu tun. Und es ist natürlich die Geschichte von Erich Kästners Pünktchen und Anton, obwohl jetzt ganz neu und auch ein bisschen verändert. Pünktchen ist in der Familie gelandet, die reich sind. Ihr Vater ist Herzchirurg, ihre Mutter ist ewig in Charity-Sachen unterwegs, aber man hat wenig Zeit für Pünktchen. Und ja, bei Anton sieht es ganz anders aus. Seine Mutter ist sehr um ihn besorgt, aber seine Mutter ist krank. Sie hat eine Bronchitis. Was sagte sie nochmal? Keuchitis, Bronchitis? War doch ganz süß bei Pünktchen und Anton. Jedenfalls, seine Mutter ist ziemlich krank und kann nicht arbeiten. Und sie jobbt ja immer in der Eisdiele. Das macht jetzt Anton für sie. Und es ist eine tolle Geschichte über Freundschaft und ganz, ganz toll gemacht. Die beiden kleinen Schauspieler haben da wirklich ihr Bestes gegeben. Es ist toll inszeniert. Ja, was können wir noch weiter davon vorschwärmen? Es ist ein französisches Au-pair mit dabei, ja, die ordentlich Pep reinbringt und eine absolut liebenswerte Haushälterin. Obwohl Pünktchen ja in so einer, ja, von ihren Eltern nicht sehr viel Liebe bekommt, hat sie ja noch dennoch die Haushälterin und das Au-pair, die ordentlich Liebe und Herzenswärme mit reinbringen. Es ist einfach ein richtig schöner Film. Also es ist mein Wohlfühlfilm über viele Jahre jetzt gewesen. Ein Film, den ich immer wieder gesehen habe, wenn es mir mal nicht so gut ging und wenn es nachts um 3 war, musste Pünktchen und Anton in den Player. Und dann so nach einer Viertelstunde merkte ich dann, wie es mir besser ging, wie ich runtergekühlt bin. Und es lag am Eis. Ja, das lag nicht nur am Eis, es lag einfach an dieser ganzen Atmosphäre. Und ja, ich liebe den Film und ich kann ihn nur empfehlen, obwohl es ein Kinderfilm ist, das ist ein Film auch eigentlich für die ganze Familie. Ja, und wir haben den also auch schon verschenkt und wir haben ihn unseren Freunden empfohlen. Und ich weiß, dass er dort auch geliebt wird. So, dann haben wir dieses wunderbare Buch. Das hatte ich von Bibo Kimi geschenkt bekommen. Carlotta verzettelt sich. Ja, und Carlotta verzettelt sich ist ein richtig süßer Roman. Ich denke so für 10- bis 12-Jährige. Hier geht es nicht nur um Handynachrichten. Hier sind immer dann auch so Handys abgedruckt. Nein, es sind auch kleine Zettel dabei, wo dann irgendwelche Nachrichten stehen. Es ist schön bunt. Das allein schon mal zur Aufmachung. Hier. Da seht ihr zum Beispiel so ein rosa Briefchen, das kann man dann so, ja, toll, klasse, kann man aufklappen. Ja, es gibt also reichlich zu entdecken, das fand ich eigentlich mal ganz schön. Und es geht um Sommerferien. Carlotta fährt mit ihrem Papa nämlich auch nach Italien, glaube ich. Ja. Nach Italien und er malt. Ich weiß gar nicht mehr. Auf dem Campingplatz. Auf dem Campingplatz, ja genau. Aber ich weiß nicht mehr, was er malt. Zumindest muss er da die Speisekarte machen. Ja. Er malt aber irgendwie immer nur das Gleiche. Jedenfalls ist es so, dass sie mit einer Zettelwirtschaft anfängt und Briefchen hinterlässt und überhaupt ist es halt alles sehr kommunikativ in diesem Buch. Es ist ein schöner, schöner Sommerroman. Also wenn ihr jemanden kennt oder selber zwischen 10 und 12 seid, wollt noch etwas haben, was Leichtes. Für den Urlaub ist dieses Buch wunderbar. Also es ist eine richtig süße kleine Sommerkomödie für 10- bis 12-Jährige, ja. Und Mädchen. Sei dazu gesagt. Also für Jungs ist das nichts. Ja. So, Sina meinte, eigentlich kennt das jeder. Mamma Mia, der Film. Aber ich finde, es ist einfach für mich der ultimative Sommerspaß. So, und wenn es draußen mal richtig hässlich ist, dann hilft nur eins, Mamma Mia in den Player. Das gibt ganz viel Sonne und richtig gute Laune. Und erzählt wird die Geschichte von, ich weiß nicht, wie sie da heißt, Sophie. Sophie wird gespielt von Amanda Seyfried und sie will heiraten. Aber zu einer Hochzeit, so meint sie, würde es doch wirklich
oder gehört es einfach dazu, dass doch auch ihr Vater dabei wäre. Problem ist, sie kennt ihren Vater nicht. Sie hat in den Tagebüchern ihrer Mutter ein bisschen da mal reingeguckt und drei Männer kommen dafür in Frage. Gespielt von Pierce Brosnan, von Stellan Skarsgård und von Colin Firth. Sie schickt diesen Männern eine Nachricht, sagt es aber ihrer Mutter nicht. Ihre Mutter ist Meryl Streep und die haben ein Hotel auf einer griechischen Insel. Und diese drei Männer reisen jetzt zur Hochzeit an. Tja, und das gibt natürlich ordentlich Verwicklung. Der Film hat unheimlich viel Power, er hat viel Musik, er hat tolle Szenen, es macht richtig gute Laune. Und er lohnt sich auch auf Blu-ray. Und er lohnt sich auf Blu-ray, das muss man ganz klar dazu sagen. Es ist wirklich ein ganz, ganz gelungener Film, ein super Musical, umgesetzt, die alten ABBA-Songs, die ja nun eigentlich auch wirklich jeder kennt und ganz toll. Meryl Streep hat mich absolut mega überraschen können. Ein richtiger Sommerfilm, also durch und durch Sommer, Sommer. Ja, und wer Colin Firth, ich mag ihn ja unheimlich gerne, wer ihn auch mal sehen möchte in so einer richtigen 70er-Jahre-Klamotte mit Glitzer und Plateauschuhen, der hat hier die Möglichkeit. Ganz, ganz großes Kino. Aber alleine schon dadurch, dass es jetzt es ist halt ein Film, der aufpowert. Also das ist ja jetzt keine Schlaftablette. Wenn man den kurz vorm Schlafengehen gucken will, dann ist das sicherlich der falsche Zeitpunkt, weil man danach wieder Power hat. Alleine dadurch, dass diese Musik, ja, man kennt sie, man kann mitgehen, sie ist voller Power, sie ist voller Energie, dieser ganze Film ist voller Energie und sicherlich keine Schlaftablette. So, dann habe ich hier von Huntley Fitzpatrick, Mein Sommer nebenan. Und ich bin nicht davon begeistert, das war auch irgendwo so der Flop dieses Jahres, aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Mein Sommer nebenan handelt, wie ihr unschwer erkennen könnt, von einem Sommer, der nicht im eigenen Haus verbracht wird, sondern hauptsächlich bei den Nachbarn. So geht es, lasst mich nachgucken, Samantha. Samantha lebt in ihrer völlig sterilen Butze mit ihrer Mutter und mit ihrer Schwester. Ihre Schwester hat schon mal versucht, ein bisschen zu rebellieren gegen diese putzwütige Mutter, die nur ihre Politik, weil sie es Politikerin im Kopf hat und halt ihren Staubsauger. Probleme halt werden halt nicht besprochen, sondern ihre Mutter fängt dann das Saugen an. So, und drüben ist eine Familie mit zig Kindern, ist chaotisch, da sind Tiere, da liegt immer irgendwas rum, da kommt man und da geht man und dennoch, es scheint da wirklich das wahre Leben zu sein, während sie doch irgendwo da nur so in so einem Schaukasten leben. Ja, ihre Mutter hat sich jetzt auch neu verliebt und ihre Schwester geht für den Sommer weg, verbringt den woanders und sie lernt nach zig Jahren endlich mal die Nachbarn kennen, verliebt sich dann auch in den einen Jungen und es entwickelt sich da eine Liebesgeschichte zwischen diesem behüteten Mädchen und diesem unkonventionellen Jungen. Für mich war es so ein bisschen Nicholas Sparks für Teens, ein bisschen sehr konstruiert, ein bisschen sehr... Ja, ich mochte es einfach nicht. Also es waren mir zu viele Charaktere. Also da kommt eine Flut an Charakteren auf mich zu. Wer sich jetzt alle schon bei mir beschwert hat, dass Kerstin hier zu viele Charaktere in Rubinrot hat auflaufen lassen, der kann hier locker und leicht vorbeigehen, denn da kommen alleine schon im Prolog, ich weiß nicht wie viele Leute vor. Also das waren irgendwie 7 oder so Minimum, die erwähnt werden und es geht immer höher die Zahl. Ich kam auch wirklich durcheinander. Ich mache das ja gerne, so Schauspieler raussuchen, die dann die Rollen für mich in meinem Kopf besetzen. Dann habe ich so Fotos. Hätte ich die nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich restlos verloren gewesen in diesem Buch. Und ich fand es auch irgendwie so ein bisschen, ja gut, es war halt nicht meins. Aber Sommer steckt drin, es ist Strand mit drin, es ist... reichlich, ja, Sparks-Feeling halt. Also wir schließen dieses Sommer-Special jetzt mit keiner Empfehlung, sondern mit einer Warnung ab. Es ist eine Empfehlung. Ich weiß, dass ziemlich viele von euch es mögen. Ich mochte es halt nicht. Soll es auch geben. Ich mochte es auch nicht. Gut. So, unser Orangensaft ist jetzt ausgetrunken und wir gehen jetzt mal schauen, ob draußen die Sonne wieder scheint. Eben gab es nämlich hier ein Gewitter.
Und das reinigt ja die Luft. Wir wünschen euch jedenfalls ganz viel Spaß in diesem Sommer. Habt schöne Ferien, lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr noch einen schönen Tipp für uns habt, was man lesen gucken sollte, bitte unten in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Bis dahin.